Also zu dem Projekt ist es gekommen, weil wir gemerkt haben, in Beratungsstellen, dass immer wieder Fälle von Kindeswohlgefährdungen an die Beratungsstellen herangetragen wurden, die in Flüchtlingsunterkünften aufkamen. Und wir gemerkt haben, in den Unterkünften selber ist es noch nicht so der Standard da, mit Kinderschutz versiert umzugehen und nach Standards umzugehen. Und es braucht vielleicht auch ganz eigene Konzepte, um in einer Unterkunft das Thema gut zu platzieren. So sind wir gestartet. Und wenn wir in den Unterkünften sind, wir haben uns dann auf den Weg gemacht und haben gesagt, es ist wichtig, auch vor Ort zu sein und erstmal wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die dort leben, um überhaupt Kinderschutz zu erklären, wie das hier in Deutschland ein Thema ist und auch gelebt wird, und zu gucken, wie hat das eine Entsprechung zu den Erfahrungen, die die Familien aus ihrer Heimat haben. Und unser Ziel ist es wirklich, Eltern da sehr aktiv mit in, ja, zu beteiligen, so ihre Rolle als kompetente Eltern auch wieder zu stärken, damit sie möglichst präventiv mit dafür Verantwortung tragen können, dass es möglichst keine Kindeswohlgefährdung gibt. Was treffen Sie jetzt an, wenn Sie hinkommen? Wie sind die Eltern drauf oder was haben die überhaupt für Erfahrungen oder wie treten die Ihnen gegenüber? Also da ist so die ganze Bandbreite da. Wir haben wirklich viele, viele Eltern natürlich aus ganz vielen Ländern, und unser Haupthandwerkszeug ist, dass wir wirklich immer gute Dolmetscher brauchen, um so komplizierte Inhalte auch, sag ich mal, fachlich richtig gut vermitteln zu können. Und wir haben kleine Familien, wir haben große Familien, wir haben getrennte Familien. Manche warten auch noch auf Teile ihrer Familie, die irgendwo auf der Flucht noch nicht hier angekommen sind. Und so sind unterschiedlich sind auch die Belastungen, die in Familien dann vorhanden sind. So, ne? Das ist ein Unterschied, ob ich noch darauf warte, dass die Mama kommt und da ist ein Vater, der muss sein Kind alleine erziehen und muss sich um alles kümmern, oder ob ich eine große Familie habe, wo alle Kinder gerade ganz unterschiedliche Schritte in Deutschland machen und eine Kita und eine Schule besuchen. Und ja, das sind sehr komplexe Lebensbereiche, die die da haben. Also das heißt, erstmal sind sie wie so ein kleiner Kummerkasten und wahrscheinlich sind sie gut vernetzt, dass sie dann auch das ein bisschen noch breiter sich aufstellen können. Also den Kummerkasten, das ist sicherlich der Anfang, um überhaupt mal darüber zu reden, was ist hier wichtig im Kinderschutz, wo machen sie sich Sorgen, und sie machen sich als Eltern Sorgen und wir hören das und wir gucken, dass wir auch für eine Verbesserung sorgen. Das entlastet dann Familien, weil das manchmal so ganz praktische Sorgen und Nöte sind, wie kommt mein Kind abends zur Toilette. So, und das sind Themen, die manchmal im Alltag natürlich dann eine riesengroße Rolle spielen können. Und das ist eine gute Eintrittskarte, um dann auch später zu gucken, was ist in den Familien, was sind da sonstige Erziehungsthemen, die eine Rolle spielen. Und da bieten wir Eltern Beratungskurse an, aber auch Einzelberatungen und Begleitung. Und wir schauen auch zusammen, was ist so der Bedarf, auch mit den Kindern, und versuchen da möglichst passgenaue Hilfen bereitzustellen. Das machen nicht alles wir, es gibt ja wirklich viele Hilfsbereiche in einer so großen Stadt, und wir versuchen, die Kinder und die Eltern dann an das möglichst passende Angebot auch wirklich anzubinden. Und Sie sind jetzt im Moment erstmal nur in Düsseldorf aufgestellt, genau, oder wird das noch ausgeweitet, beziehungsweise geben Ihre Erfahrung vielleicht auch weiter, dann... Wir haben ja in ganz Deutschland diese Flüchtlingsunterkünfte. Also der Bedarf ist sicherlich überall da, und es gibt ja auch die Idee der Schutzkonzepte in Unterkünften, die dann eine gute Basis darstellen. Aber es zeigt sich für mich, dass man einfach wirklich viel Zeit braucht, um über Beziehungen auch wirklich gute Lösungen zu kreieren. Das ist nicht so, man kann nicht eins zu eins das übertragen. Jede Familie ist anders und das ist viel Beziehungsarbeit notwendig. Und das braucht einfach Zeit. Das ist nicht nur mit einem Ablauf getan, da ist jede Geschichte anders und jede Geschichte verdient es auch, dass man sehr genau hinguckt, welche Hilfe braucht der Einzelne. Und von daher wäre das schon schön, wenn es das noch woanders auch geben würde. Wir sind ein kleines Projekt in Düsseldorf, und das ist auch nur über eine Spende möglich gewesen, so ein Projekt überhaupt an den Start zu kriegen.